NTO Science eingeladen und dann leider durch Krankheit verhindert. Freuen uns sehr. Der Titel lautet Ekstase oder Enstase oder war ein bisschen länger. Auf jeden Fall hat er das für mich auch nicht ganz verständliche Wort Enstase da eingebaut. Und er sagte selber in unserem kurzen Trailer, Enstase ist gegenüber zu Ekstase ein Weg, der ohne Erregung irgendwo hinführt, sondern eher der Weg der Stille. Er hat mir auch gesagt, dass er gerne mal ein bisschen provoziert und dass er zum Beispiel das Wort Entheogene oder Entheoseins eigentlich eine unglaubliche Anmaßung findet. Also in einem Wort Gott reinzupacken und man könnte das auch noch runterschlucken, aber ich will dir nicht vorgreifen. Vielen Dank. Brauche ich das Mikrofon oder können Sie mich so verstehen? Für die Aufnahme. Für die Aufnahme, okay. Alles gut. Vielen Dank, Joe. Ich möchte als Erstes sagen, ich bin sehr dankbar für diese Einladung und ich freue mich wirklich, hier zu sein an diesem Wochenende. Ich habe eine ganze Reihe von Vorträgen und Referaten mitbekommen und deswegen gilt mein erster Gruß den Psychonauten. Das heißt den Männern und den Frauen, die in der Gegenwart in illegalen Zonen hohe Risiken eingehen für ihre eigene Gesundheit, für ihren eigenen Verstand, um mehr zu erfahren über sich und über den Menschen. Das, was jetzt geschieht, ist sagen wir mal, eine Art von Bewegung innerhalb der westlichen Zivilisation, die, wie Jochen Gartz das sehr schön geschildert hat, das begann alles schon im 19. Jahrhundert. Und es ist durch die Ereignisse des 20. Jahrhunderts in einer Art und Weise eskaliert. Es ist, und das sage ich mit tiefem Respekt, eine fantastische Front. Und es sind so vielseitige, tiefe, wichtige Erkenntnisse zutage getreten in den letzten Jahrzehnten. Das ist enorm. Und deswegen freue ich mich darüber, dass so eine Tagung stattfindet. Und freue mich, dass ich auch einen Moment was sagen kann. Ich bin von Beruf Regisseur, Filmemacher, Komponist, Autor. Ich bin nicht in der psychedelischen Szene aktiv seit Anfang der 70er Jahre. Da habe ich mich bewusst vorsätzlich verabschiedet, weil da begann man dann Doktorarbeiten zu schreiben über die ganzen Geschichten. Aber ich habe vor fast einem halben Jahrhundert das erste, wie heißt es so schön, das erste originäre deutsche Drogenbuch der psychoaktiven Neuzeit veröffentlicht. Bei dem Voltaire Verlag in Berlin. Das heißt, und das ist auch einer der Gründe, warum ich mich freue, jetzt hier zu sein, weil das Buch heißt Bewusstseinserweiternde Drogen, eine Aufforderung zur Diskussion. Diese Diskussion hat nicht stattgefunden, jahrzehntelang. Was stattdessen stattgefunden hat, war Repression. Mediale Gehirnwäsche in Bezug auf diese Substanzen, eine vollkommene Repression, alles wurde in den Untergrund verbannt und im Untergrund, der Untergrund ist eigentlich ein sehr schöner Ort, finde ich, aber die Diskussion hat eigentlich erst in den 90er Jahren durch so großartige Leute wie Christian Retsch und seine Frau Claudia Müller-Ebeling und viele, viele andere Protagonisten und für die sozusagen von wissenschaftlicher Seite die Ärzte ist die Diskussion überhaupt wieder in Gang gekommen und dass das heute stattfindet, finde ich großartig. Das Motto, was ich diesem Buch damals vorangestellt hatte, heißt, ist ein Zitat von Henri Michaud, der ja, wie Sie wissen, mit Mescalin sehr weit gegangen ist in seinen Selbsterforschungen. Und das Zitat lautet, die Drogen langweilen uns mit ihrem Paradies. Lieber sollen sie uns ein wenig Wissen hergeben. Wir leben in keinem Jahrhundert für Paradiese. Die Beziehung zum Unterbewussten vermehren, darauf kommt es an. Das war also 1969. Ich habe, ich muss mich kurz fassen, weil die Zeit so begrenzt ist, meine, die psychedelischen Erfahrungen, die ich als junger Mann machte, ich habe mit 21 angefangen und mit 25 aufgehört, also mit heftigen, extremen Selbstexperimenten, mit LSD, Mescalin, Psilocybin, DMT, what have you. Ich bin sogar bis zu Heroin gegangen, weil ich das ausprobieren wollte. Ich habe mich daraufhin sozusagen zurückgezogen, weil es war aus all dem etwas entstanden, nämlich der Impuls, Impuls ist falsch, es waren daraus entstanden sehr viele Fragestellungen. Und diese Fragestellungen hatten vor allem damit zu tun, wie kommen diese außergewöhnlichen Erfahrungen, diese Wirkungen, die
winzige Mengen von Substanzen auslösen, im Menschen überhaupt zustande. Und es dauerte nicht lange, dass ich im Zuge dieser Fragestellung auf die Frage nach dem Menschenbild kam. Also nach dem Motto, ja, wer sind wir überhaupt? Was ist jetzt überhaupt für ein Konstrukt? Also wir sind ja relativ ziemlich fantastisch, finde ich, also so wie wir alle irgendwie sind. Und wir sind auch irgendwie unauslotbar und wir sind irgendwie furchtbar schrecklich. Also das heißt, ich meine das ganz konkret, wir machen eben die Konzentrationslager und die ganzen anderen Geschichten die ganze Zeit und wir komponieren gleichzeitig Symphonien und bauen gotische Dome. Das ist wahrhaft unerklärlich. Das ist eine riesige Dimension, die durch den Menschen auf dieser Erde in Erscheinung tritt. Ich habe mich auf die Suche gemacht. Im Laufe dieser Suche bin ich auf etwas gestoßen, das ich für sehr, sehr wesentlich halte. Für alle Überlegungen, die im Zusammenhang mit psychotropen Substanzen gemacht werden. Und zwar betreffen diese Überlegungen das Menschenbild. Ich habe zu diesem Behufe eine Lesung, einen Text vorbereitet. Das dauert vielleicht 5, 6 Minuten. Bitte drücken Sie mir die Daumen, dass ich gut lese. Ich möchte sehr, sehr gern erreichen, dass Sie das wirklich verstehen, wovon da die Rede ist. Es sind Überlegungen grundlegender Art, die den Menschen betreffen. Oder sagen wir mal, es sind Aussagen. Diese Aussagen wurden niedergeschrieben vor fast einem Jahrhundert in Deutschland, in deutscher Sprache. Wenn Sie sich erinnern, die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen war eine Zeit einer hohen europäischen Intelligenz. Was da korrespondierte miteinander, was sich da austauschte, wissenschaftlich, künstlerisch, literarisch, ganz, ganz groß. Und Walter Benjamin, Ernst Bloch haben Mescalin gegessen. Also das heißt, alles, was jetzt sich sozusagen fortsetzt, war damals in wesentlichen Kreisen die Fragestellung. Jetzt versuche ich mal eine gute Lesung zu machen. Das ist ein bisschen schwierig, weil ich muss mit einer Hand das Blatt halten, aber das kriege ich schon irgendwie hin. Wo ist meine Brille? Hier. Wo ist sie denn? Da ist sie. Soll ich dir das Mikrofon halten? Nein, das ist zu viel des Guten. Vielen Dank. Also drücken Sie die Daumen, dass ich gut lese. Das ist alles, weil es ist gar nicht mal so einfach. Solange wir uns nur mit der menschlichen Erscheinungsform auf dieser Erde beschäftigen, stehen wir lediglich einem disharmonisch gearteten Tiere gegenüber. Disharmonisch, weil es sich nicht allein als Tier zu erleben sucht, sondern offenbar auch aus anderen Kräften, die nicht zu den Kräften des Tieres gehören, Erlebensanregung empfängt. Disharmonisch, weil es durch diese tierfremden Kräfte geradezu daran gehindert wird, sein Dasein unbeschwert mit Schuldbelastung in tierischem Behagen auszukosten. Es muss daher vor allem der Irrtum erkannt und überwunden werden, als sei der Mensch nur die Erscheinungsform, die wir auf dieser Erde mit dem Namen Mensch belegen. Man kann es keinem Menschen der Erde verargen, keinem, der die Menschen kennt, wenn er für die hohen Worte, die den Menschen das Ebenbild der Gottheit nennen, nur ein ironisches Lächeln übrig hat. Solange der Begriff, den er mit dem Wort Mensch verbindet, nur den Erdenmenschen meint. Wahrlich, das Wort vom Gottesebenbild wäre lächerlichste Torheit, hätte jener, der es erstmals aussprach, nur an den Menschen der Erde gedacht. Dieses Wort konnte nur geprägt werden von einem Narren oder aber von einem wirklichen Weisen, der sich die Erkenntnis vom allumfassenden Wesen des Menschen erschlossen hatte. Was der Begriff Mensch umspannen muss, soll er wirklich den Menschen und nicht eine seiner zahllosen Erscheinungsformen im geistigen wie im physisch-sinnlichen Kosmos in sich beschließen, das will dieser Text dir sagen. Du wirst dann verstehen, was der altgeheiligte Satz besagen will, zum Bilde Gottes schufen ihn die Elohim. Du wirst dann den Urmenschen gewiss nicht mehr auf diesem Planeten suchen. Du wirst erkennen, dass das, was du bisher so nanntest, richtiger als ein Tier der Urzeit zu benennen ist, aus dem sich das feinere Tier entwickelt hat, das heute dem Menschen nun als Träger
und Werkzeug dient, damit er sich in der physischen Welt zu erleben vermag. Du wirst auch nicht mehr am Menschen verzweifeln, denn alles, was dir bis jetzt an dem Wesen, das man auf Erden den Menschen nennt, verächtlich, klein und erbärmlich erschien, wird dir verstehbar werden als naturnotwendige, weil tiergemäße Auswirkung des Erdentieres, dass hier der wirkliche Mensch als Mittel zur Selbstdarstellung zu benutzen strebt, das ihm aber oftmals stärkeren Widerstand entgegensetzt, als er im Reiche der physischen Welt zu überwinden vermag. Anderes wirst du verstehen lernen als unvermeidliche Reibungserscheinung beim Aufeinanderwirken so verschiedener Kräfte. Du wirst auch niemals mehr von einem Himmel auf Erden träumen, weil du erkannt haben wirst, dass nicht einmal das Tier, das dem Menschen dienstbar werden soll in dieser materiellen Welt, hier seinen Himmel finden könnte. Dass aber der wirkliche Mensch längst seinen Himmel hatte, bevor er sich selber in das Reich der physischen Gestaltung stürzte, wo ihm das Mensch-Tier seine Kräfte leihen muss, soll er wieder zurück in diesen Himmel finden. Es gibt Stufen des Menschen im geistigen und selbst im Kosmos physische Erscheinungswelten, die dem Erdenmenschen dieser Erde, wenn er der Wahrnehmung fähig wäre, höher erscheinen würden als ein Gott, Menschen. Eine der tiefsten Stufen der Erscheinung des Menschen stellt aber der Erdenmensch selber dar. Also das sind wir. In ihm hat sich der urgezeugte Mensch des reinen Geistes, einem der unfreiesten Wesen seiner Erscheinungsschöpfung, der Erscheinung des Tieres verbunden. Hier im Tier der Erde verlor der Mensch des Geistes das Bewusstsein seiner selbst und empfindet sich nur noch in den Schwingungen erdhafter Zellenbewegung mit des feineren Tieresbewusstsein, das durch wenige schwache Strahlen aus dem eigentlichen Menschentum im Geiste jene Erhellung noch empfängt, die erdenmenschliches Selbstempfinden über das Bewusstsein anderer Erdentiere erhebt. Die Befreiung des Geistmenschen aus den selbstgeschlungenen Fesseln, in die er als Erdenmensch gebunden ist, kann aber nur erfolgen, wenn er endlich sich selber wieder als eine der tausendfältigen Erscheinungsformen des Menschen erkennt und den Wahn verlässt, als sei er allein, nur so wie er sich hier auf dieser kleinen Erde findet, der wahre Mensch, des Menschen einzige Darstellungsform. Die Worte heiliger Bücher der Vorzeit sind das Verderbnis derer, die an sie glauben. Solange der Mensch der Erde alles, was in diesen Zeugnissen erkennender vom Menschen gesagt wird, nur auf sich allein, nur auf des Menschen Erscheinungsform auf dieser Erde bezieht. Aufwärts muss er seine Blicke lenken. Aber nicht zu einem außerweltlichen Gotte, den er sich hoch über den Wolken erträumt, sondern aufwärts zu sich selbst in seinen höheren Erscheinungsformen. Aufwärts zu seinem Ursprung, dem reinen Geiste, der sich in ihm selbst als sein Gott aufs Neue kristallisieren will. Der Autor dieses Textes ist ein deutscher Maler, der unter einem anderen Namen als seinen bürgerlichen Namen, ein geistiges Lehrwerk veröffentlicht hat. Das war in den 20er Jahren, das wurde dann in den 30er Jahren von den Nazis alles auf die Liste der unerwünschten Schriften gesetzt und das kursiert heute alles im Untergrund. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, den Text so zu lesen, dass Sie ihn verstanden haben. Ging das? Weil, da hängt ja eine ganze Menge dran. Also wenn wir für einen Moment gemeinsam sozusagen das sagen, okay, gehen wir mal von da aus. Was passiert an der psychedelischen Front?
Was machen wir in Wirklichkeit? Wir traktieren das Tier. Wir holen aus dem Tier raus, was wir können. Und zwar todesmutig, absolut super neugierig. Und ich finde es nur unendlich wichtig, dass wir uns darüber Klarheit verschaffen gegenseitig, was wir da tun. Und dass wir nicht in fahrlässiger Art und Weise meinen, wenn das Tier ein bisschen ekstatisch aufgedreht irgendwelche Sachen sieht, dass das schon der Weisheit letzter Schluss ist. Was wissen wir denn in Wirklichkeit über die Strukturen der unsichtbaren Welt? Ich sage Ihnen Folgendes, auf der anderen Seite der Welt, für uns nicht wahrnehmbar, sind auch Menschen. Die versuchen natürlich mit uns in Kontakt zu treten, das ist vollkommen klar, weil unsere Lage ist prekär in jeder Hinsicht auf dieser Erde. Man braucht sich ja nur umzuschauen. Ein Blutbad seit 6000 Jahren und das Leben des Menschen ist schwer auf dieser Erde. Es ist schwer, ein anständiger Mensch zu sein. Das kann mir niemand erzählen, dass das irgendwie leicht fällt. Ich finde das deswegen so wichtig, dass wir darüber auch einen Diskurs führen, über unsere Doppelnatur. Weil wir müssen aus dem Materialismus raus. Wir müssen die mathematische Naturwissenschaft, die im Moment die absolute Diskursdominanz hat auf allen Fronten, sogar in der Philosophie, Metzinger ist ein schönes Beispiel dafür, alle beugen ihr Haupt vor der mathematischen Naturwissenschaft. Aber unser Selbsterleben, das, was wir empfinden, die unendliche innere Tiefe, die jeder Mensch in sich hat, das ist doch das Leben, das ist doch die ganze Zeit da. Was die mathematische Naturwissenschaft und die Evolutionsbiologie jetzt geschafft haben, ist, sie haben dieses wunderbare Wesen, dieses evolutionär heraufentwickelte planetarische Tier, relativ weitgehend aufs Korn genommen. Also Neurochemie und Pipapo. Und jetzt eben, wie gesagt, wir traktieren das Tier. Wir reizen aus dem Tier raus, was wir können. Unter welchen Umständen auch immer. Das ist eine Frage des Temperaments und der Mentalität. Das erfordert Mut, das erfordert Risikobereitschaft. Es gibt keine Lebensversicherung. Man kann verrückt werden auf solchen Sachen. Menschen, die betonen, was... Aber ich meine, muss ich einfach mal sagen, wenn ich heute Morgen um 10 Uhr dem Psychonauten Joe Schraube über LSD als Denial of Service Attack, wenn ich dich das Referat darüber halte, und das am Anfang des 21. Jahrhunderts, diese Offenheit, dieser Mut, diese Risikobereitschaft, das stimmt einen doch irgendwie ganz froh. Das muss ich einfach mal sagen. Ja? Where are we now? Weil, wie ich meine das von Herzen, mein tiefer Respekt gilt all diesen risikoreichen Unterfangen. Nur Klarheit. Meines Erachtens wird seit geraumer Zeit, und niemandem ist ein Vorwurf zu machen, was wissen wir denn wirklich über die geistige Welt? Also, ne, durch die Ereignisse des 20. Jahrhunderts haben einen Abriss der Überlieferung bewirkt. Die Überlieferung sieht zum Beispiel so aus, seit vielen Generationen in den Familien sagt der Vater dem Sohn und die Mutter der Tochter, wo der Gott wohnt. Okay? In welcher Form auch immer. Das ist im 20. Jahrhundert durch die beiden Weltkriege, durch alles, was da explodiert ist, Hiroshima, LSD, die Endlösung, innerhalb von 7 Jahren findet das Ganze statt. 38 die Nuklearspaltung, 43 die Endlösung und das LSD und 45 die Bombe. Also das, was hat sich da an Kräften entfesselt? Das ist irgendwie ungeheuerlich. Und ich würde das so sehr begrüßen, wenn der Dialog, der weitergeführt wird auf diesem Gebiet, es wird ja eine neue NTO Science geben oder ein Meeting hier oder da. Wenn das, was ich jetzt ganz einfach nur rudimentär in die Debatte zu übertragen versuche, das heißt die Doppelnatur des Menschen. Meine Damen und Herren, ich sage das auch voller Respekt, wir sitzen hier, wir sind alle unsterblich. Sie werden alle ihr Sterben überleben. Das ist so klar, wie der Himmel klar ist. Und die Überlieferung ist im 20. Jahrhundert zerbrochen. Das heißt, heute sind wir auf uns angewiesen, auf unsere Hinweise, auf die Sachen, auf die wir uns aufmerksam machen, auf das Augenmerk, was wir für uns selber und für die anderen haben. Das ist ganz essentiell, weil das Ganze spielt sich ab in einer illegalen Zone. Das Gesetz der Bundesrepublik Deutschland verbietet das alles und stellt es unter Strafe. Noch viel krasser in den Vereinigten Staaten. Also die Verhältnisse, ich weiß nicht, Herr Gartz, ob der Kapitalismus und die Drogen sich vertragen. Ich glaube, der Kapitalismus in dieser Form wird sich verwandeln.
Es gibt Visionen schönster Art, zum Beispiel Franz Werfel 1939 in Paris hält einen Vortrag vor Immigranten, alle waren emigriert, der Vortrag hieß, und ich halte das, den Titel allein für bedeutend, ohne Divinität keine Humanität. Oder wie Jakob Böhme, der große Mystiker, der große Visionär, sagt, es ist kein Bessermachen ohne Gott. Ja, Sie merken ja vielleicht, mein Herz ist voll. Ich versuche aber der Zeit irgendwie gerecht zu werden. Ich habe einen zweiten Text, den ich Ihnen vorlesen möchte, der sich jetzt relativ knapp bezieht auf das Thema Ekstase und Endstase. Ich habe dieses Buch 1999 wieder auflegen lassen, einen Reprint machen lassen. Und zwar kam das nach einem Gespräch mit meinem Sohn, der mir erzählte, dass der Gebrauch der psychedelischen Substanzen hauptsächlich in den hedonistischen Bereich abgeglitten ist. Das heißt, man isst Pilze, geht ins Kino, man isst Pilze, geht auf Raves, man isst Acid, geht auf Raves und so weiter. Ich war sehr erschrocken, weil das bedeutete, dass die Überlieferung von meiner Generation zur nächsten nicht funktioniert hat. Und die Frage ist, müssen wir denn immer wieder bei Null anfangen? Oder ist es möglich, sozusagen auch über die Generationen hinweg sich die Sachen mitzuteilen? Deswegen habe ich getan, was ich tun. Ich bin ja weg, ich arbeite nicht in der Szene so verantwortlich wie Joe und viele, viele andere Leute, die sich kümmern und die Sachen veröffentlichen und die Foren irgendwie herstellen. Ich bin ja relativ zurückgezogen mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Ich habe damals ein Vorwort geschrieben und in dem Vorwort habe ich eine überhaupt Behauptung aufgestellt oder ich habe bestimmte Überlegungen angestellt, die möchte ich Ihnen jetzt auch nicht vorenthalten. Und damit bin ich dann auch schon durch irgendwie. Und zwar habe ich in diesem neuen Vorwort zu dem fast 50 Jahre alten Buch nur einen winzigen Aspekt der Psychedelika herausgegriffen und das ist die sogenannte spirituelle Konnotation. Am Ende dieses Buches, was 1969 veröffentlicht wurde, wird ein Mann zitiert, ein Tibeter, der sagt, mal sehen, ob ich es so schnell finde, ich lege das Mikrofon einen Moment weg. Just a moment. So, da haben wir es. 1969, wenn LSD auch nur 1% eine spirituelle Erfahrung vermitteln kann, sollte es wie der Heilige Gral behandelt werden. Where are we now? Und diese Lesung ist jetzt, Sie werden das auch verstehen, ich gebe ein bisschen mehr Gas, okay? Nach über 70-jähriger Laufzeit des psychedelischen Experiments möchte ich unter Berücksichtigung aller Erfahrungen, die ich persönlich mit psychoaktiven Substanzen und verschiedensten Meditationspraktiken gemacht habe, einige Behauptungen zu den spirituellen, also den geistigen Aspekten der Psychedelik aufstellen. Im Bewusstsein der Tatsache, wie wenig wir vom Wesen des menschlichen Geistes wissen. Und wie ich eben sagte, diese Überlegungen beziehen sich nicht auf den therapeutischen Aspekt, sondern nur auf diese spirituelle Konnotation. Erstens, die Interpretation der LSD, Mescalin, Pilz etc. Erfahrung als mystische, religiöse oder spirituelle Erfahrung lockt auf eine falsche Fährte. Damit meine ich, die psychedelische Erfahrung ist bei entsprechend hohen Dosierungen, also das, was Joe heute Morgen den Biohack nannte, eine heftige Ekstaseerfahrung, so etwas wie ein heiliges Massaker. Der ganze Bau der Körper-Seele-Einheit wird erschüttert und durch den von hohen Energiespannungen durchströmten Leib und das erregte Nervensystem tönt, möglicherweise, das hängt wirklich ganz vom Individuum ab, machtvoll und unüberhörbar die kosmische Posaune. Das ist eine Metapher sozusagen für das passieren kann. Oder es leuchtet ein himmlisch anmutendes Licht. Oder etwas anderes, Erhebendes tritt ein. Es ist eine Überwältigungserfahrung, grandios, furchterregend, ekstatisch oder friedvoll, für viele, die für viele schicksalshaften Charakter hat. Man ist nachher ein anderer Mensch oder man empfindet sich zumindest so für einige Zeit. Aber die Intensität einer Erfahrung und das, was ich da schreibe, sozusagen, das wissen Sie, Sie haben alle, über diese Sachen wird viel nachgedacht, die Intensität einer Erfahrung, wie immer glücklich sie gewesen sein mag, bedeutet nicht eine wirkliche Transformation des Menschen.
Und wer durch eine psychedelische Erfahrung möglicherweise zum ersten Mal höhere, weitere, durchdringendere Formen seines eigenen Bewusstseins erlebt, wird, ob er will oder nicht, zunächst einen Zusammenhang herstellen zwischen höherem Bewusstsein und Erregungszuständen und Ekstasen. Und dann kommt der nächste Trip oder die nächste Ayahuasca-Zeremonie und dann noch eine. Wer weiß, vielleicht wird es ja beim nächsten Mal noch schöner und so weiter. Das meine ich mit falsche Fährte. Falsche Fährte. Zweitens, wem es wirklich um den Geist, um den Menschen, um die Erfahrung des Geistes im eigenen Leben zu tun ist. Ich meine, wer das wirklich will, wer das herausfinden will, wer das wagen will, meide kategorisch alle Ekstasewege. Weiterhin alle Trancewege und alle anderen Wege, die zur Preisgabe des vollen Wachbewusstseins führen. Und er rüste sich für einen langen Weg. Wenn sich der Geist im Bewusstsein und in der Empfindung eines Menschen manifestiert, geschieht das ohne die geringste Trübung, Verzerrung oder Ausblendung des Wachbewusstseins. Im Gegenteil, werden die normalen Sinneswahrnehmungen durch die Erfahrung des Geistes, und mit Geist meine ich großer Geist, heiliger Geist, das ist gemeint, nicht Mentalgeist. Im Gegenteil, werden die normalen Sinneswahrnehmungen durch die Erfahrung des Geistes intensiviert und vertieft. Und dies geschieht immer in vollkommener Bewusstseins- und Empfindungsklarheit. Das Erleben des Geistes im eigenen Bewusstsein ist ja eben keine gedankliche oder mentale Erfahrung, sondern die Empfindung eines qualitativ anderen Bewusstseins im eigenen Ich. Im Allgemeinen in der Form, dass sich dieses Ich-Selbstbewusstsein im ganzen Leib ausbreitet. Drittens, die durch nervliche Erregung induzierten Ekstaseerfahrungen, die oft durch psychoaktive Substanzen und durch Fasten, holotropes Atmen, dynamische Meditation, what have you, alle diese Erfahrungen, die auf ekstatischen Wegen möglich werden, berühren mit Sicherheit ein Gebiet, über das wir ebenso wenig wissen wie über die geistige, die himmlische Domäne, nämlich die sogenannten okkulten, das heißt verborgenen Naturkräfte. Die feinstoffliche Welt, das ist auch die Welt des Schamanen, der Naturgeister, der Hilfsgeister, der Dämonen und Lemuren, wie sie aus der Überlieferung bekannt sind. Das bedeutet, die Bewusstseinsformen und Inhalte, die im ekstatischen Aufruhr der psychotropen Erfahrung zugänglich werden, ereignen sich weitestgehend in Vermischung mit nervlichen, zellularen, feinstofflichen, also rein körperlichen Bewusstseinsformen. In diesen feinstofflichen Bereichen sind meines Erachtens auch alle parapsychologischen, spiritistischen und medialen Erfahrungen, also auch das sogenannte Channeling, anzusiedeln. Das ist die okkulte Welt. Es ist vor allem unserer geistigen Unerfahrenheit zuzuschreiben. Und das ist kein Vorwurf, sondern wir haben keinen Himmel mehr, der uns gemeinsam unter sich vereint. Die Aufklärung, das Setzen des Menschen auf die Kraft der Vernunft, um gesellschaftliche, kulturelle und politische Verhältnisse zu ordnen, hat uns dieses Himmels beraubt. Und das Scheitern dieses Projektes, der Moderne, wie es so schön heißt, das durchleben wir gerade. Deswegen ist das alles auch von großer Wichtigkeit, auch worum Sie sich alle bemühen hier. Es ist vor allem unserer geistigen Unerfahrenheit zuzuschreiben, dass Erfahrungen dieser Art, also durchaus auch zweifelhafter Art, unbekannter Art, immer noch als religiös, spirituell, mystisch und so weiter interpretiert werden und zum Teil, also wurden und zum Teil auch noch werden. Wir brauchen also, und wir sind weit davon entfernt, eine möglichst klare, durch Erfahrung und Phänomenologie gestützte Unterscheidung zwischen feinstofflicher und geistiger Sphäre und ihren Eigenschaften. Wir brauchen weiterhin eine klare, durch Selbsterfahrung gestützte Unterscheidung zwischen Ekstase, also allen Formen von Erregungszuständen, und Enstase und den dazugehörigen Bewusstseinsformen. Enstase, das ist ein heikles
noch teilweise unbetretenes und nicht wirklich durchdachtes Feld. Was die Sache schwierig macht, ist der Umstand, dass unsere Kultur, die Kultur der westlichen Zivilisation, im ganzen Verlauf des 20. Jahrhunderts die Gestalt einer Ekstase-Kultur angenommen hat. Geschwindigkeitsrausch, digitale Beschleunigung, elektronische Massenmedien, elektronische Waffen, Ekstasekulte, Ekstasemusik, Ekstasedrogen, Leistungsideologie, Red Race, aus sich heraus, über sich hinaus und so weiter und so fort. Das ist die Gegenwart. Ekstase ist in diesem Zusammenhang ein noch weitgehend unbekannter Begriff, den ich für alle Bewusstseinsveränderungen verwende, die ohne Zuhilfenahme psychoaktiver Substanzen und anderer Ekstasetechnik erreichbar sind. Ganz einfach, endstatische Bewusstseinsformen eröffnen sich zum Beispiel durch die Praxis der Meditation. Und damit meine ich ganz einfach nur das Stillsein. Ich meine keine spezifisch buddhistische, tibetische oder sonstige Diskussion, sondern einfach das Stillsein. Der Ausgangspunkt ist immer ein bewusstes zur Ruhe kommen des Körpers und aller körperlichen Prozesse. Die Steigerungen, die in diesem Stillsein erlebt werden können, kommen dann eben von einer ganz anderen Seite. Durch Einströmungen aus der geistigen Welt. Alle wesentlichen als mystisch oder spirituell bezeichneten inneren Erfahrungen, wie sie zum Beispiel in Texten von Meister Eckhart, Jakob Böhme, Ramana Maharshi, Sri Aurobindo, Simone Weil und so weiter festgehalten wurden, sind methodisch betrachtet, methodisch, Erfahrungen mit endstatischem Ausgangspunkt. Meines Erachtens hängt Entscheidendes davon ab, dass dieser Zusammenhang klar begriffen wird. Das heißt, der Weg, der einfachste Weg, der sich auf diese Art und Weise öffnet, den tragen wir sozusagen mit uns die ganze Zeit. Wir brauchen gar nichts, wir brauchen noch nicht mal eine Substanz. And you can do it everywhere, im Autobus, in der U-Bahn, im Bett und sonst wo. Still sein, sich selbst empfinden, den inneren Raum überhaupt wahrnehmen lernen. Weil wir sind unwissend, wir wissen nicht viel. Ich komme zum Schluss. Das bedeutet in aller Einfachheit, jeder und jede, dem oder der durch eine psychedelische Erfahrung das außerordentliche Glück einer Peak Experience zuteil geworden ist, wie auch immer er sie interpretieren mag, sollte nach dieser Erfahrung, wenn es ihm um den Eintritt in die geistige Wirklichkeit geht, die Willensrichtung und die Methode ändern. Es steht geschrieben, suche nichts außer dem Zustand innerster, wunschlos vertrauender seelischer Stille. Also lernen, still zu sein, in welcher Form auch immer, still. Und Geduld, Beharrlichkeit, wie es im I Ching so schön steht. Es kann Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis ein Mensch reif ist, gefunden zu werden. Don't forget, we are not alone. Und es steht weiterhin geschrieben, und das ist auch zum Thema dieses Begriffes entheogen, den ich als einen unglücklichen Begriff empfinde. Das Göttliche im Inneren erzeugen, was ist denn das für ein Gottesbild? Also hallo, ich esse eine Pille und dann wacht er auf oder was? Also entschuldige, meine Kritik ist fundamental, das geht irgendwie, ist das ein Begriff. Psychedelisch ist sehr schön und ich fand das wunderbar, dass der Untertitel dieses Kongresses Let's Talk About Psychedelics hieß. Zum Schluss, es steht weiterhin geschrieben, Gott wohnt nicht irgendwo zur Miete. Er geht nur in Eigenes ein. Also Sie werden, wenn Sie es ernst meinen, ihm oder ihr ihr Leben geben müssen. In diesem Zusammenhang bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich sehr, dass ich hier Ihnen das versuchen konnte mitzuteilen. Mir brennt es auf dem Herzen, ich halte das für sehr wichtig, dass wir miteinander darüber im Diskurs bleiben, weil was wissen wir wirklich über die Strukturen der geistigen Welt? Und zwar etwas, das wir in den Alltag, also das für uns im Alltag lebendig ist. Vielen Dank. Ja. Ein vielen herzlichen Dank an Ronald Steckel. Wenn ich richtig informiert bin, gibt es jetzt irgendwo draußen...